Am späten Nachmittag geht auf der Wache Köln-Mülheim ein Notruf ein, den Christian Reuter zunächst gar nicht als solchen erkennt. Und die Polizei in Köln-Mülheim, Reuter. Ja, hallo, ich würde gerne Hähnchen süß-sauer bestellen. Sie sind auf einer Polizeiwache. Hähnchen süß-sauer bestellen. Ja, Sie sind auf einer Polizeiwache. Ja, aber Sie sind... ich hätte gerne eine große Portion für zwei. Ja, aber das ist die absolut falsche Nummer, um ein Essen zu bestellen. Nein, nein, Sie verstehen nicht. Haben Sie, kann das sein, dass Sie in Schwierigkeiten sind und nicht... Ja, das habe ich. Okay. Wer ist denn das? Und Sie können nicht sprechen, weil jemand im Raum ist. Ja, bitte mit Reis. Die Adresse lautet Friedhofstraße 19C. Mein Name ist Jana Barth. Können Sie mir sagen, wie lange es dauert? Ja, wir haben eine Streife in der Nähe, die würde ich mal vorbeischicken. Brauchen Sie ärztliche Hilfe? Ja, ich zahle bar. Ja. Können Sie am Telefon bleiben? Nein, bis gleich. Dankeschön. Okay, das sollen wir mal den Marc und Peter hinschicken. Die sind da. Das ist eine Zivil, ne? Ja, der Peter war ein Zivil. Ja, dann schickt die mal dahin und die sollen da mal aufklären. Die sollen mal als Pizzabote da mal aufschlagen. Zivilreise. Ja. Ich bin jetzt mal gerade in Zivil aus Situation heraus. Denn die Frau Barth hat Essen bestellt, telefonisch. Und in dieser Essensbestellung war ja so ein versteckter Hilferuf. Da wir jetzt natürlich nicht in Uniform vorfahren wollen, plakativ, bin ich jetzt in Zivil, werde Essen liefern und dementsprechend gucken, wie sich die Situation hier darstellt. Ist erstmal alles ruhig soweit. Ist auch nur eine Person verzeichnet. Ich klingel noch mal. Du, da ist Tumult drin im Haus. Wird nicht geöffnet, aber ist Tumult drin. Ist aber zu. Kriegst du die Tür auf? Warte. Ich kann aber auch nicht reingucken. Ja, warte, ich sehe nichts. Es ist getönt alles. Ich guck gerade. Sekunde. Kriegst du auf? Alles klar. Polizei? Willst du kurz hochgucken? Ich geh hoch. Ich mach den Fernseher aus, ne? Ja, ja. Wie ist bei dir, Marc? Alles safe hier oben, hier ist keiner. Okay. Ich komm runter. Ja. Was war hier jetzt? Hier ist was auch da? Safe. Alles safe. Lass uns kurz in den Keller gehen. Ja, ja. Auch gut. Zweite Tür. Auch gut. Leer, okay. Ist noch ein großer Raum hier. Und hier ist auch alles gut. Ernsthaft jetzt? Ja, ohne Scheiß. Du lass mal hoch, im Wohnzimmer war alles durcheinander. Und ich habe da im Augenwinkel einen Brief gesehen, Blut verschmiert. Die Situation im Wohnzimmer, die war alles andere als aufgeräumt. Da war es total chaotisch. Es lag alles rum. Der Fernsehlautsprecher, der war laut angestellt und da kamen scheinbar auch die Hilferufe raus. Aber das war nicht das einzige Problem. Wir haben nämlich noch einen Brief inmitten des Wohnzimmers gefunden. Im Grunde genommen nett geschrieben, ja, mit dein Ben, wo dann drunter steht, er wollte wohl als Ex-Freund seine Freundin wiederhaben, Diana. Das Problem, was wir hatten, das sind die ganzen Blutschmierereien. Und jetzt haben wir ein ganz großes Problem. Ich krieg mal ein Foto von dem Krempel hier. Ich lese mal vor, ne? Ja. Liebe Jana, ich habe dich vermisst. Deine Zärtlichkeit, deine Küsse, deinen Körper. Es hat zwar eine Weile gedauert, aber jetzt weiß ich endlich, wo du wohnst. Ich will dich noch mal besuchen. Ich will mit dir über alles, was zwischen uns passiert ist, reden. Schließlich gehören wir zusammen. Das kannst du doch nicht leugnen. Das musst du endlich einsehen. Dein, ja, B-E-U, B-U, Bro, Ben vielleicht? Ben, ja. Ben. Ben. Das würde dich interessieren hier. Das haben die Kollegen gerade geschickt. Peter,
Das haben die vor Ort gefunden, diesen Brief. Aha. Das ist von der Jana. Die Jana? Ne? Oder für die Jana. Okay. Das ist ja schon ein Liebesbrief. Aber schwerer Sauklau, so schreibt man doch kein Liebesbrief. Ja, und vor allen Dingen mit Blut. Also ist hier von dem Ben, ich weiß nicht, vielleicht der Freund oder Verehrer. Die Kollegen, die wir dann zur Anschrift geschickt haben, konnten uns ein Foto übermitteln eines vermeintlichen Liebesbriefes mit Blutanhaftungen. Deswegen war hier natürlich auch sehr viel Eile geboten. Da hofft man, dass man pünktlich kommt, alle Maßnahmen richtig trifft und auch die Einsatzkräfte richtig am richtigen Ort einteilt. Ich hoffe, Sie können mir weiterhelfen. Mein Name ist Mareike Sommer und ich mache mir echt große Sorgen um Jana Barth. Mein Bruder. Ja, mein Bruder, der. Kommen Sie einmal rum. Ja. Ja, weil die Jana Barth, der Name, sagt uns was. Mhm. Setz dich mal hier hin. Was sollen wir mal in den Garten glotzen? Irgendwo muss da einer sein. Ja, es muss vor allen Dingen uns ja irgendjemand angerufen haben, verdammt. Das gibt's doch gar nicht. Jana? Wer ist das? Ich bin Jana. Hallo? Oh. Nee, Sie können mal ruhig da bleiben. Wer sind Sie? Ich bin David Janssen. Auch wenn ich nicht so aussehe, ich gehöre zur Polizei, wie der Kollege auch. Okay. Haben Sie eine Verbindung zu der Jana? Ja, ich bin Ihr Freund. Was ist hier los? Das wüssten wir nämlich auch gerne. Und zwar Ihre Freundin, ein Hilferuf, ja, verpackt in eine Essensbestellung losgelassen. Ja. Dementsprechend bin ich hier in Zivil, der Kollege mit mir in Uniform, um zu schauen, was hier überhaupt los ist. Jetzt kommen wir hier rein, das Wohnzimmer ist komplett durchwühlt und da liegt ein Brief. Absender Ben. Ein Brief. Kennen Sie den Ben? Nee. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja. Aber Sie wohnen hier nicht, ne? Nein, ich wohne hier nicht. Sie wohnt hier alleine. Ich war jetzt gerade nur bei dem Besuch. Check den Garten mal durch. Weil Jana Barth hatten wir heute schon mit zu tun mit dem Namen. Deswegen erzählen Sie mal was. Ich hoffe nicht, dass ich meine. Im Moment ist noch nichts passiert. Ja, erzählen Sie mal was, warum Sie sich Sorgen machen. Und zwar mein Bruder, also ich will auch irgendwie nichts Schlechtes vorherheißen oder irgendwas, aber ich mache mir echt Sorgen. Also Jana war mit ihm zusammen, dann haben sie sich getrennt. Also er hat sie mal unter Alkoholeinfluss sehr, sehr schwer verletzt. Wie heißt denn die? Ist dann auch Ben Sommer. Okay. So, gut. Und wieso? Wir haben Einsatzörtlichkeit von der Jana Barth gehabt und haben die Kollegen einen Brief gefunden. Kennen Sie diese Handschrift? Ist das wirklich von Ihrem Bruder? Weil das ist mit Ben unterschrieben an eine Jana adressiert, mit Blut drauf. Also die Kollegen suchen da jetzt fort. Ist das seine Handschrift? Ja, das ist seine Handschrift. Oh mein Gott. Okay. Die haben aber noch niemanden angetroffen? Noch keinen angetroffen. Wissen Sie, wo der sich aufhalten könnte? Also es ist so, dass er aus dem Knast entlassen wurde vor einer Woche und lebt halt seitdem bei mir. Und was hat er denn gemacht? Ja, wegen ihr, weil er sie halt geschlagen hatte. Genau, so. Und hat es dann halt abgesessen, hat auch gemeint, er hätte sich wirklich verändert. Ich glaube ihm das auch auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite bin ich so wirklich, dass ich mir Sorgen auch um Jana mache, weil ich nicht möchte, dass ihr irgendetwas Schlimmes zustößt. Nein. Und er hat es zwar versprochen, dass er nichts macht und er sagt ja auch, er weiß gar nicht, wo sie wohnt. Wissen Sie, durch meine Skepsis habe ich halt ein bisschen geschaut und habe halt einen Zettel gefunden und da ist von Jana die neue Anschrift drauf und ich bin echt ein bisschen ängstlich, dass er jetzt vielleicht auf dem Weg dahin ist. Und okay. Sollen wir ihn nochmal. Wir können ja noch mal den Kollegen draußen Bescheid sagen. Ja. Ja, die 1532. Info für euch, die Spusi ist unterwegs. Außerdem hatten wir gerade eine Mareike Sommer auf der Wache. Der Herr Reuter hat sich der Sache angenommen. Und zwar ist das die Schwester eines Bens. Ben ist der Ex-Freund von Jana Barth. Er hat wohl die neue Adresse von der Dame rausgefunden, war diverse Jahre jetzt im Gefängnis inhaftiert, ist erst vor einer Woche wieder rausgekommen und die eigene Schwester macht sich Sorgen, dass er der Jana was antun könnte, weil genau deswegen hat er jetzt auch gesessen die letzten Jahre. Ja, habe ich soweit mit. Habt ihr irgendwie Bildmaterial für uns, irgendwas? Kannst du mir was zuschicken? Genau, das lasse ich dir jetzt zukommen und der volle Name ist Benjamin Sommer. Ja, alles klar. Wenn ich was hab, dann komm ich neu. Ja, habe ich mitgehört. Ja, ich habe mitgehört. Also, so wie es aussieht, vielleicht doch irgendwas mit dem Ex-Freund, wenn er irgendwas mit zu tun haben könnte. Das könnte schon sein. Also Benjamin Sommer klingelt es da immer noch nicht. Absolut nicht. Noch nie gehört den Namen. Aber
das, was ich jetzt mitgehört habe, würde auch bei mir die Vermutung naheliegen, dass er vielleicht was damit zu tun hat. Ich weiß nicht. Wir müssen das schon nachweisen können. Ja, klar. Wir vermuten einfach nur, aber gut, wenn der Brief jetzt... Aber ich ihn absolut nicht. Hm. Nein. Also, Benjamin Sommer, 88er Baujahr. Mhm. Okay, Haftentlassung, Strafvollzug nach Verurteilung wegen schwerer Körperverletzung. Das haben Sie gesagt, als er jetzt wieder raus entlassen worden. Das hat er genau, abgesessen. Vor einer Woche. Richtig. Okay. Hat er schon viel mit Gewaltdelikten zu tun, dann ihr Bruder. Ne? Hat er da mal irgendwie mal Therapie gemacht oder so? Na, nicht wirklich. Es ist halt so, dass er durch die Haft eigentlich sich schon verändert hat und er es hoffentlich begriffen hat. Aber man weiß halt nie und deswegen bin ich besorgt. Ist das immer in Verbindung mit Alkohol passiert? Oder? Ja. Okay. Immer schön hier, ne? Und immer die Freundin oder Lebensabschnittspartnerin, die war immer die Leidtragende. Sie jetzt nicht? Nein, gar nicht. Wie hat er denn ihr Bild geschickt? Da ging ja mal fix. Benjamin Sommer. Ich zeige Ihnen jetzt gerade ein Bild, das vergessen Sie am besten auch direkt wieder. Aber ich will nur wissen, ob Sie diesen Herrn vielleicht schon mal gesehen haben. Keine Ahnung, noch nie gesehen. Was ja doch sehr markant. Keine Ahnung oder noch nie gesehen? Noch nie gesehen. Okay. Ziemlich sicher. Gut. Alles klar. Gut, Spusi ist auf Weg. Das heißt, wir müssen jetzt gerade noch ein bisschen die Zeit vertreiben, bis sie hier sind. Die kommen jetzt jeden Augenblick, übernehmen dann hier. Und ja, für uns ist das natürlich jetzt alles ein bisschen schwierig, die Situation. Ne? Ja, wir können gleich erstmal, also, wie gesagt, ich will in den Garten, weil ich... Das, guck mal, wie der steht. Guck mal mit, ich brauche dich gerade. Da. Guck mal, der ist. Das ist Benjamin. Jo. Gehst du raus? Ich gehe raus. Ich mach das mal ganz neutral. Guten Tag, Herr Sommer. Ja. Wo kommen Sie jetzt gerade her und wo möchten Sie hin? Ich möchte zu meiner Ex-Freundin. Sie möchten zu Ihrer Ex-Freundin? Wer ist denn Ihre Ex-Freundin? Diana. Okay. Waren Sie... Was machen Sie jetzt hier? Was ich hier mache, das kann ich Ihnen sagen. Sowohl ich als auch mein Kollege, unschwer zu erkennen, sind von der Polizei. Ja, du siehst mir aus wie ein Holzfäller. Was willst du jetzt von mir? Also mal auf. Zusammen am Spielplatz waren wir früher nicht. Deshalb bleiben wir beim Sie. Ansaugen jetzt, oder? Ne? Gesaugt habe ich erstmal gar nicht. Wir sprechen die ganze Zeit. Ja? Das ist ein großer Unterschied. Deshalb, Ihre Ex-Frau oder Freundin hat einen Hilferufort losgesandt. Und in ihrem Wohnzimmer, das völlig verwüstet ist, da liegt ein Brief mit dem Namen Ben. Richtig. Ich denke mal, damit sind Sie gemeint. Was habe ich jetzt damit zu tun? Ich war ja noch nicht mal drin. Ich kam mal von da jetzt. Das frage ich Sie ja. Was haben Sie denn da gerade auf der Ecke aufgehoben? Ich habe mein Handy gefunden und ich gehe davon aus, dass das von Jana ist. Das möchte ich gerne mal haben. Der Ben Sommer hat ja dem Marc das aufgefundene Handy, anscheinend von der Jana, übergeben. Und auf diesem Handy waren Sprachmemos drauf. Auf diesen konnten wir hören, dass da ein Streit zwischen dem David, also dem jetzigen Freund, und der Jana stattgefunden hat und er ihr auch gegenüber gewalttätig geworden ist. Und dass im Endeffekt genau dieser David diese ganze Szenerie hier zu verantworten hat und uns die ganze Zeit anlügt, das ist natürlich ziemlich braun und ziemlich kalt. Der aktuelle Partner der Vermissten hat offensichtlich den Brief des Ex-Freundes gefunden und ist daraufhin ausgerastet. Nun stellt sich die Frage, was der 34-Jährige seiner Freundin angetan hat und wo diese nun steckt. Ist dein Handy? Mhm. Ist da auch noch Sprachmemos da drauf? Nein. Was ist denn mit dem Schlüssel hier? Da sind alle Verschlüssel dran. Was ist das für ein Schlüssel? Schuppen. Für was für ein Schuppen ist der? Was weiß ich? Ich war da noch nicht. Kamerad, ich bin gleich, ich platze gleich, ehrlich. Wenn du mich jetzt sagst, mal nachschauen. Ach, wo ist denn der Schuppen? Hier. Ich war im Garten noch nicht. Dem Buck, du. Ah, im Garten. Lass im Garten ist ein Tipp. Jetzt habe ich langsam die Schnauze voll hier von dem, ey. Mal hinterhergehen. Ihr bleibt mal schön bei mir hier, ne? Frau Barth? Frau Barth? Hier, hier! Kommst du da klar, ne? So, alle zurückbleiben. Frau Barth, kommen Sie raus. Hol Sie mal raus. Oh! Sie sind verletzt. Wer war das? Ich will nur wissen, wer das war. Sie brauchen einen Arzt, auf jeden Fall. Wer war das? Er? Das war mein jetziger Partner, Er war das, Nein, ganz ruhig. Verarschen? Ruhe jetzt, Alter. Ruhe jetzt. Was hast du mit der gemacht? Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, Mädels. Ganz ruhig. Was hat er gemacht mit dir? Er hat mich geschlagen. Aus Eifersucht. Ihnen geht's in Anführungsstrichen einigermaßen okay? Den Umständen entsprechend. Alles klar, ich gebe das gerade mal durch. Brauchen wir eine RTW oder was?
Ich glaube schon. Ist am besten. Arnold für den 15:32. So, ich habe Nachrichten von den Kollegen draußen. Und? Die haben die Jana gefunden. Oh nein. Also gut? Geht's ihr gut? Soweit geht's ihr ganz gut. Ihr Bruder ist auch angetroffen worden. Er hat damit diesmal nichts zu tun. Und es hat sich wohl rausgestellt, der neue Freund von der Jana hat diesen Brief wohl da festgestellt und hat ein Telefonat mitbekommen und dachte, sie flirtet oder hat ihn jetzt schon irgendwie wieder irgendwie beschissen oder ne, Eifersucht. Also sie hat wohl, glaube ich, die Eigenart, sich immer solche Typen da zu angeln. Und er hat sich dann tatsächlich niedergeschlagen und in so eine Gartenlaube da entführt. Die Bürokauffrau hat sich noch am selben Tag von ihrem gewalttätigen Freund getrennt. Der 34-Jährige wird wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung angezeigt.